Wäschetrockner weinen nicht. Eheglück in schwerer Zeit. Hier, Mama, guck mal, was sie wieder für Blödsinn in die Zeitung schreiben. Was denn? Abscheulich, Doppelpunkt, Mann zerstückelt seine Frau und verspeist sie danach. Muss man jetzt schon seine Alte am Stück verschlingen, damit sie nicht in der Presse über ein Herz ziehen? Armes Deutschland. Ach, Papa, die wollen doch sicher, dass man seine Frau gar nicht erst tot macht. Hab ich mir jetzt gerade so überlegt. Wie soll das denn gehen? Von selbst kommen sie ja nicht drauf, sich umzubringen. Nervige Weiber. Oh, Papa, nicht schon wieder diese Frauen-Umbringe-Geschichten. Ich mach das einfach nicht mehr hören. Du sag mal, wollen wir beide nicht heute mal auf den Platz gehen? Nach dem Schützenfest hin? Kannst du mir mal eine Bratwurst spendieren? Oder so eine Rose schießen? Vor 8 Jahren habe ich dir mal einen Schraubenzieher geschossen. Den hast du nie getragen, undankbare Kuh. Ach, so hellgrünes Plastik. Das passte doch zu keins von meinen Kleidos. Ich bleib jedenfalls lieber zu Hause. Gleich kommt Helmut noch mit neuen Videos. Und wir grillen 3 Kilo Nacken vom Fernseher. Gittige 3 Kilo. Oh, aber nicht wieder hier im Wohnzimmer grillen, Papa. Der Gestank, der geht nicht wieder aus den Gardinen weg. Dann reiß die alten Pfunden noch runter von der Wand. Dass die Nachbarn zugucken, wie du und Helmut euch gegenseitig in die Buchse packt. Was seid ihr für Fickelspaß? Ich gehe jedenfalls nicht mit nach dem Schützenplatz. Dann gehe ich allein und esse mich da schön würschen. Oder ich gehe sogar ins Zelt. Und wenn da schmissige Musik ist, dann tanze ich vielleicht sogar. Mit wem denn? Mit dem ausgebrochenen Orang-Utan? Nee. Man gar nicht. Mit Kunetschnis Jimmy. Ja, der war nämlich früher ganz schön hinter mir her. Vor 1000 Jahren, als man das Geschlecht noch erkennen konnte. Ist Jimmy nicht behindert sogar? Ach, bloß geistig. Tanzen kann der wie ein Brummkreisel. Dann lass dich auch mal gleich von dem schlichten Jimmy auf den Rücken schmeißen hinterm Zelt, dass du mir doch nicht ewig in den Ohren liegst mit dem Nickeln. Oh, Papa, wir nickeln noch überhaupt nicht mehr. Und das letzte Mal war Deutschland gerade Weltmeister geworden. Woher weißt du das denn so genau? Du interessierst dich doch gar nicht für Fußball. Weil du das doch nebenbei geguckt hast. Im Fernsehgerät auf dem Nachtschrank. Mit Beckenbauer. Als Trainer oder als Spieler? Weiß ich nicht. Er hatte so einen Anzug an auf dem Spielplatz. Da muss ich ja stinkbesoffen gewesen sein. Ach, das bist du doch immer nach 4 Uhr schon. Na, was ist jetzt? Kommst du nur mit auf den Schützenplatz oder nicht? Red ich türkisch? Nein, blöde Kuh. Helmut und ach, ich... Will ich doch gar nicht wissen, was ihr hier für ein Schweinkram macht. Ich gehe dann mal allein los und dann tanze ich mich schön mit Jimmy ein. Und dann gibt er mir ein Würschchen aus und ach, wer weiß, was noch alles geschieht in einer rauschenden Nacht auf dem Schützenplatz. Jetzt ist er total durchgeknallt. Lässt sich lieber von einem Mongo knattern, als Helmut und mir an den Fernsehen zu bringen. Verstehe einer die Weiber.